langsam ein großer Junge. Ich bin schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Caillou. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's ran, dass wir das Häuschen von Caillou bauen. Ich glaube, jeder hat schon mal Caillou gesehen. Naja. Jedenfalls schleppen wir uns mal ein paar Blöcke und wollen, dass Caillou mal in unsere Nachbarschaft kommt. Von daher legen wir los. Für den Start holt euch einfach ein bisschen Bruchstein raus, Akazienholz, ein bisschen blauer Zement, hellblauer trockener Zement dann noch davon, dann ein bisschen gelben Beton, Birkenzaun, davon das Tor, Stufen und Treppen sind dabei. Wir beginnen wie immer erstmal mit dem Grundriss und dabei nehmen wir unseren Bruchstein zur Hand. Jetzt formen wir uns eigentlich zwei gleiche Seiten. Fangen wir am besten auf der Vorderseite an. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin, lassen dann einfach mal 2 frei, schon später für die Tür und setzen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Dann gehen wir einmal nach hinten weg und setzen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 9 Blöcke. Auf der Rückseite setzen wir jeweils auch nochmal 8 Blöcke ran. Auf der Rückseite können wir das Ganze zuziehen, aber wir lassen auch wieder hier diese Zweiermitte einfach mal frei, wie auf der Vorderseite. Wenn wir unseren Bruchstein platziert haben, wechseln wir einmal zu unser Akazienholz. Damit wollen wir uns noch eine Terrasse auf der Vorderseite und auf der Rückseite ziehen. Ja, da fangen wir eigentlich am besten an, dass wir von einer Seite loslegen. Und da setzen wir 1, 2, 3, 4 weitere Holzblöcke ran. Und nicht vergessen, diese Holzblöcke haben auch immer eine Maserung, von daher versucht sie in eine Richtung zu legen. Wenn wir unsere Holzstämme auf der Vorderseite erstmal soweit platziert haben, wollen wir das nochmal auf der Rückseite machen. Hier wird die Terrasse aber nicht allzu groß werden, daher fangen wir jetzt einfach mal auf der linken Seite an. Ihr lasst einfach hier zweimal unseren Bruchstein Platz und dann setzen wir hier die erste Reihe hin auf eine Länge von 3 Blöcke. Das können wir jetzt eigentlich so lange ziehen, bis wir, sag ich mal, hier bei unserer Tür ankommen. Wir erweitern das aber nur einmal weiter, als wir, sag ich mal, hier unseren Durchgang haben. Soweit, so gut. Haben wir jetzt erstmal unseren Grundriss geschafft. Kommen wir jetzt einmal zu unserer Hauswand. Dann nehmen wir jetzt unseren blauen Zement und den trockenen Zement davon. Den wollen wir immer im Wechsel setzen. Wir setzen zuerst aber einmal den normalen Zement auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 Blöcke. Den wollen wir uns verteilen auf unserem Bruchstein. Dabei könnt ihr jetzt ganz einfach den Komplett hier einmal drauf langziehen. Wir lassen erstmal nichts frei. Wir schlagen uns die Fenster wie die Türen im Nachhinein nochmal rein. Wir wollen jetzt, sage ich mal, den Wechsel machen. Also das heißt, ich fange jetzt hier einfach an mit einer blauen Zementschicht. Dann kommt der trockene und immer so im Wechsel, dass wir am Ende, sage ich mal, den trockenen Beton ganz oben haben. Ja, und so ziehen wir uns das einfach jetzt hier Reihe für Reihe einfach mal lang. Das kann immer einen kleinen Moment dauern. Von daher haltet ihr das Video am besten jetzt an und dann, ja, geht's weiter, wenn ihr die Wände hochgezogen habt. Sobald wir die Wände hochgezogen haben, geht's einmal an die Seiten ran. Hier wollen wir es noch ein bisschen spitzer machen, damit wir dann später auch da das Dach aufsetzen können. Hier formen wir uns eine leichte Pyramide. Warum eine leichte Pyramide? Da will ich wirklich eine Spitze draufsetzen, sondern einfach diese Dreiermitte oben lassen. Auf der anderen Seite machen wir das dann auch einmal mit. Also auch hier wieder einmal diese flache Pyramide. Super. Weiter geht's jetzt auf der Vorderseite. Schnappt euch einmal euren gelben Beton. Wir fangen an den Seiten an, dass wir uns hier, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 mal unseren gelben Beton hinsetzen. Wir gehen dann gleich einmal zur Seite und lassen 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz und setzen nochmal eine Viererstrebe hin. So, auf der anderen Seite machen wir es synchron einfach mal mit, ne, an der Ecke ein, dann lassen wir 5 Blöcke Platz. So, wunderbar, 5 Blöcke, machen wir den Vierer hin und in der Mitte haben wir nochmal 2 Blöcke Platz. Hier würde ich gleich mal sagen, können wir auch gleich einmal unsere Holzstufen so einen Block formen und davor nochmal ein paar Stufen ran. Nun wollen wir aber auch gleich ein Geländer vorne bauen. Das heißt, wir machen jetzt immer im Wechsel mal Zauntor und einmal den Zaunpfosten. Hier auf der Seite genau das gleiche Spiel, sodass der Zaunpfosten nicht an der Wand anliegt, sondern einfach nur unser Zauntor. Auf der anderen Seite wollen wir es dann auch nochmal einmal so platzieren. Und wenn wir das soweit erstmal haben, begeben wir uns einmal auf die Rückseite von unserem Haus. Denn hier wollen wir auch nochmal ein bisschen was machen. Zum einen nehmen wir mal unsere Stufen, platzieren die hier vorne an der Seite, dass wir natürlich auch auf unsere Terrasse raufkommen. Wollen aber auch noch auf der Rückseite unseren Zaun platzieren. Und zwar einmal hier an der Ecke, lassen 2 Blöcke Platz und nochmal hier. Und den stapeln wir auf eine Höhe von 1, 2, 3 und 4. Wenn wir den Zaun dann hier auf der Rückseite haben, nehmen wir nochmal unseren gelben Beton und fliegen einmal aufs Dach. Da wollen wir jetzt einmal auf die Vorderseite gehen. Ihr schaut mal so ein bisschen, wo wir hier unten unseren gelben Beton haben. Auf der oberen Höhe hier bei unserem trockenen Beton platzieren wir auch nochmal zweimal unseren gelben Beton. So, wie gesagt, auf der gleichen Ebene. Upp, das passt. Und hier sollte es dann auch passen. Den machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke und wollen nochmal darüber, so, darüber einfach noch so ein Zweier uns platzieren.
Hier diesen trockenen Beton in der Mitte könnt ihr gerne einmal schon freihauen. Weiter geht's dann bei uns, dass wir jetzt anfangen, unsere Türen und Fenster reinzuhauen. Auf der Vorderseite geht es zuerst los. Natürlich kommt jetzt erstmal die Tür rein. Da wollen wir an sich ja eigentlich, ja sag ich mal, die auf eine 4x2er Breite hier mal freihauen. Gleich zu der Seite lasst ihr einfach zwei Blöcke Platz und schlagt ihr dann ein 3x3 Fenster rein. Genau auf der anderen Seite gleiches Spiel, zwei Blöcke Platz lassen und ein 3x3 Fenster. Über diesen Fenstern lasst ihr dann 1, 2, 3 Blöcke Platz und haut hier nochmal ein 3x3 Fenster rein. Auf der anderen Seite genau hier das gleiche Spiel. Sobald wir unsere Fenster fertig haben auf der Vorderseite, begeben wir uns einmal auf die Seite. Hier wollen wir unten einmal das gleiche Fenster machen von 3x3. Wir gucken, auf welcher Ebene ist denn das hier. Suchen hier gleich einmal die Mitte raus. Ist ja einfach zu finden. Ihr lasst einfach drei Blöcke auf jeder Seite Platz. Nach diesem Fenster fliegen wir einmal nach oben, richten uns von der letzten Blockebene aus und schlagen dann darunter 1, 2, 3 Blöcke weg und haben oben auch das kleine Fenster platziert. Nun gehen wir einmal auf die Rückseite. Hier wollen wir genau die gleichen Maße freischlagen wie auf der Vorderseite. Wir beginnen am besten bei der Tür. Die Tür findet ihr ganz einfach zwischen unseren Zaun. Schlagen wir hier wieder eine Tür rein von einer Höhe von 4 und Breite von 2. Und auf den Seiten schlagen wir hier auch wieder jeweils unser 3x3 Fenster rein. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Gleich darüber wieder zählen wir 1, 2, 3 und können hier drüber dann auch wieder unser 3x3 Fenster reinhauen. Das wollen wir natürlich auch gleich hier auf der anderen Seite wieder machen und schlagen hier auch nochmal dieses Fenster rein. Nun begeben wir uns wieder einmal auf die andere Seite, die natürlich noch zu ist. Hier wollen wir natürlich auch das gleiche Spiel machen wie auf der gegenüberliegenden Seite. Ganz oben schlagen wir nochmal die letzten drei Blöcke hier weg, um dieses kleine Fenster zu erhalten. Nun wollen wir unsere Fenster auch schon mal ein bisschen bestücken. Dabei nehmen wir unsere Stufen und Treppen zur Hand. Und zwar bei unseren 3x3 Fenster machen wir immer die Treppen an den Seiten und die Stufe in der Mitte hin. Dieses Spiel ändert sich nicht, außer höchstens hier an der Seite diese Fenster. Die lasst ihr erstmal noch in Ruhe. Aber alle anderen Fenster auf der Vorder- und Rückseite könnt ihr so erstmal mit versehen. Außerdem könnt ihr bei der Tür ganz oben auch nochmal eine weitere Stufenreihe platzieren. So, ich muss es natürlich nochmal auf der Rückseite machen. Und sobald wir das erledigt haben, können wir diese Blöcke erstmal wegtun und holen uns dann für den nächsten Schritt dunkle Prismarinstufen, Treppen. Ja, ich würde mal sagen, für das Haus empfehle ich mal türkises Glas, aber nimm einfach deine Lieblingsfarbe. Dann holen wir uns auch glatte Quarzstufen, Treppen raus, roter Beton, hellgrüner Beton, Birkenschalter und Steinknöpfe, aber von den Knöpfen nimmt auch immer die Farbe, die euch am besten gefällt. Zuallererst verbauen wir unsere dunkle Prismarinsachen. Ja, die Stufen davon platzieren wir eigentlich bei unseren größeren Fenstern immer auf der unteren Bank. Ich mache das auch gleich schon mal auf der Rückseite bei unseren Fenstern und möchte auch dieses an unseren seitlichen Fenstern platzieren. Bei unseren 3x3 Fenster einmal unten die dunklen Prismarinsachen und die Quarzstufen oben. Und bei diesem kleineren Fenster hier oben platzieren wir unsere Stufen unten und die Treppen oben einmal. Auf der gegenüberliegenden Seite genau das gleiche Spiel, dass wir unten statt einfach unsere Birkensachen, die wir platziert haben, hier unsere Quarzstufen platzieren. Und bei den oberen Fenstern setzen wir einfach unsere dunkle Prismarin-Treppe oben und die Stufe unten hin. Wir dürfen natürlich nicht noch unser oberes Fenster vergessen, von daher hier platzieren wir unsere Prismarinstufen einmal unten und oben hin. Sobald wir das geschafft haben, wird es Zeit, die Fenster mit unseren Glasblöcken zu versehen. Die platzieren wir komplett einmal auf der Rückseite. Wenn ihr die Fenster denn alle mit unseren Glasblöcken verkleidet habt, bleibt nur eins übrig, und zwar die Tür auf der Vorder- und Rückseite. Da nehmen wir unseren roten Beton, platzieren die hier einmal innen drin und können dann hier auch gleich unseren Türknopf anbringen. Da nehmen wir einfach den Steinknopf. Das wollen wir natürlich auch nochmal auf der Vorderseite machen. Schnappen unseren roten Beton und ziehen hier unsere Tür einfach mal rein. Und auch vorne brauchen wir noch den Türknopf. Wir beginnen jetzt langsam schon für den Dachbau. Dabei fangen wir jetzt am besten erstmal vorne mit der Terrasse an. Nehmt euch mal eure glatten Quarzstufen und jetzt ziehen wir die erstmal so lang, dass wir hier oben unsere Betonsäulen hier einfach mal miteinander verbinden können und einmal zur Hauswand. Die Stufen lassen wir vorne einmal überstehen. Hier wollen wir auch gleich ein bisschen was vorarbeiten. Nehmt mal euren grünen Beton, platziert den hier einmal in der Mitte hier vorne. Sieht man ja ganz gut, wo hier unsere Zweiermitte ist. Darauf könnt ihr jetzt einmal unseren roten Beton setzen. Beim roten Beton könnt ihr auch gleich eure Birkenschalter verwenden. Weiter geht es dann mit den glatten Quarztreppen. Die könnt ihr hier einmal drauf platzieren. Andere Seite geht es dann auch hier wieder einmal runter.
Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Wir wollen auch gleich diese innenliegende Seite einmal zubauen. Und zwar später für unser Dach schon mal. Wir fangen hier so an, dass wir als ersten Schritt hier einfach mal eine umgedrehte Treppe uns platzieren. So in etwa. Daran dann eine ganz normale Stufe. Und da könnt ihr dann auch hier wieder, so, ich muss mir erstmal einen Block hinmachen, eine umgedrehte Treppe euch mal da platzieren. Muss man sich hier ein bisschen quälen, aber man kriegt es hin. So, dass wir dieses Maß haben, ne? Treppe, Stufe, Treppe. Die können wir dann einfach mal zur anderen Seite ziehen. Und sobald wir das erledigt haben, lassen wir die Vorderseite erstmal in Ruhe und begeben uns mal auf die Rückseite. Hier haben wir ja auch noch, sage ich mal, so ein kleines Vordach. Wir nehmen erstmal unsere Stufen, platzieren die einmal dazwischen und einmal komplett vor unseren Zaun hier oben. Wenn wir das soweit haben, wollen wir dahinter einfach mal eine umgedrehte Treppenreihe uns platzieren. Die ziehen wir hier einfach mal so lang und können dann vor unseren Treppen nochmal eine weitere Stufenreihe platzieren. Also hier vorne einmal die Stufen überstehen lassen, dann eine Treppenreihe und hier nochmal eine Stufenreihe. Wir haben jetzt unsere Rückseite und Vorderseite vorbereitet fürs Dach. Fehlt natürlich noch einmal hier oben unser Hauptdach. Dabei nehmen wir jetzt wieder unsere Quarzstufen. Wir fangen erstmal auf der Vorderseite an und Rückseite, uns hier eine Stufenreihe komplett einmal lang zu ziehen. Hierbei könnt ihr es auch gerne gleich einmal überstehen lassen. Danach ziehen wir die jetzt einfach noch nach oben, natürlich nicht mit den Stufen, sondern mit den Treppen. Die setzt euch hier einmal immer umgedreht und ganz oben in der Mitte platzieren wir hier einfach eine Stufe. So geht es dann auch wieder zur anderen Seite runter mit den Treppen und zum Schluss einfach hier nochmal eine Stufenreihe. Und ihr seht, wir haben noch einen halben Block, bevor hier das erste Fenster anfängt. Und sobald wir das haben, haben wir alles schon richtig gemacht und ziehen das einfach noch auf der anderen Seite nach. Sehr schön, sobald wir das dann soweit haben, wird es wieder Zeit für neue Blöcke. Das heißt, die könnt ihr einmal wegtun. Um unser Haus abzuschließen, holt ihr euch noch ein paar rote Niederziegelblöcke raus, Treppen und Stufen, einen Steinblock, glatte Steinstufen, Eisengitter und ein Akquisator. Wir beginnen dann erstmal wieder auf der Vorderseite bei unserer Terrasse. Nehmt erstmal euren roten Niederziegelblock raus. Wir platzieren an der Seite 4 Blöcke und hinten nochmal 2 weitere Blöcke. Wir arbeiten wieder synchron, das heißt auf der anderen Seite ziehen wir das nach. So, dann geht's los, dass wir die erste Reihe hier vorne mit einer Treppenreihe versehen. Die zweite Reihe versehen wir jetzt mit einer Stufenreihe. Zieht die Stufenreihe aber nicht weiter, als wir hier diese Treppe haben. Auf der anderen Seite ziehen wir das hier gleich hinterher. Danach geht es wieder weiter mit einer weiteren Treppenreihe. Die ziehen wir wieder einmal nach vorne hin und können die auch gleich einmal hier mit der anderen Treppe verbinden. Auf der anderen Seite ziehen wir es genauso hinterher. Bei der nächsten Reihe wollen wir keine Stufen oder Treppen platzieren, sondern ziehen einfach unseren Block zur anderen Seite. Auf der Rückseite, also auf der letzten Seite hier, ziehen wir einfach nochmal eine weitere Stufenreihe lang. Um das Dach hier vorne abzuschließen, nehmen wir noch unsere Treppen und verbinden die hier einmal mit dem Haus. Wenn wir das soweit haben, begeben wir uns einmal zur Rückseite. Hier wollen wir natürlich auch noch dieses kleine Vordach abschließen. Hier beginnen wir dann erstmal mit einer Stufenreihe, gehen dann zu einer Treppenreihe über, kommen wieder zu einer Stufenreihe und wieder eine Treppenreihe. Halt immer so ein Wechselspiel von Stufe und Treppe. Ich habe mir noch einmal meine Quarzstufen und Treppen rausgeholt, denn mir ist aufgefallen, wir haben die Mitte gar nicht gemacht. Hier müssen wir eigentlich nur unsere Treppen umgedreht einmal oben platzieren. An der Seite geht ihr noch einmal mit den Treppen runter. Und danach setzen wir hier an der Seite nochmal 2 weitere Quarzstufen ran. Sobald wir das geschafft haben, könnt ihr die jetzt wirklich wegwerfen. So, tschüss, Quarztreppen. Denn jetzt geht es weiter, dass wir hier oben unser Dach einmal raufsetzen. Wir fangen auf der Vorderseite an, uns eine Treppenreihe raufzuziehen. Und diese Treppenreihe zieht sich komplett bis einmal nach oben. Aber bei den letzten 3 Blöcken macht ihr keine Treppen hin, sondern in der Mitte einen Block und an den Seiten einfach die Stufen hin. Auf der Rückseite geht es dann auch hier wieder mit unseren Treppen ganz normal wieder runter. Ich habe mir jetzt noch einmal den blauen Zement rausgeholt. Und zwar hier vorne bei unserem oberen Fenster wollen wir natürlich auch noch ein Dach aufsetzen. Aber bevor wir das machen, setzt ihr einfach halt hier einmal unseren blauen Zement hin, weil das ist die einzige Stelle, wo man, sag ich mal, reingucken kann, setzt ihr einfach an der Seite die noch hin. Weil jetzt können wir ganz entspannt hier einfach mal unsere Treppen mit dem Dach verbinden und das Dach damit so abschließen. Ganz oben drauf setzen wir aber keine Treppen, sondern einfach 2 Stufen hin. Die verbindet ihr dann hier mit unserem Hausdach und können jetzt danach schon mal anfangen, unseren Schornstein einmal zu platzieren. Dafür nehmen wir einmal unseren Stein, lasst an der Seite zweimal hier, würde ich sagen, ja, 2 Blöcke Platz vom Dach.
Dann schlagt ihr die Mitte einmal weg. Wir haben jetzt hier oben eine Dreiermitte. Dann machen wir hier zweimal unsere Steinblöcke hin und ganz oben drauf einmal unsere Stufenreihe. Jetzt geht ihr mal zur Seite und zählt 1, 2. Dann Eisen geht dahin, wieder zwei Blöcke, Strebe hin, zwei Blöcke, Strebe hin, zwei Blöcke, Strebe hin und kommt hier perfekt am Ende an mit unseren Eisengittern. Darauf könnt ihr jetzt euren Akquisator einmal platzieren. Versucht ihn am besten schön gerichtet nach vorne zu haben, also dass wir hier nicht unbedingt so eine Schräge haben, sondern einfach komplett gerade, dass er ist. Und somit haben wir denn Caius Haus fertig. Jetzt kann man sich natürlich noch gerne die Fenster verkleiden, wenn man möchte, und natürlich noch den Garten dazu basteln. Und wie das natürlich aussieht, wenn man sich noch ein bisschen dekoriert, gucken wir uns natürlich einmal hier drüben an. Hier habe ich natürlich noch eine kleine Auffahrt mir gemacht, einen Weg zum Haus, ein paar Blümchen oder Rosen noch vorm Häuschen gepflanzt. Man kann natürlich seinen Garten mit noch ein bisschen Gras überall versehen, man kann sich noch eine Hecke platzieren. Und auf der Rückseite habe ich auch noch hier, wie man immer in den meisten Folgen sah, eine kleine Sitzecke gemacht. Und auf der Rückseite natürlich auch noch einen Baum gepflanzt mit so einer kleinen Baumschaukel drin. Meistens war es ja irgendwie so ein Autoreifen. In Minecraft kann man ja einfach so ein paar Pfeiltüren dafür nehmen. Und somit haben wir Caius Haus fertig. Jetzt kann er einziehen, seine Abenteuer leben in unserer schönen Nachbarschaft. Ernie und Bert wohnen ja gleich nebenan. Also der Spielspaß ist schon mal da. Caillou kann jetzt einziehen. Ich bin zufrieden damit. Wünsche natürlich viel Spaß beim Nachbauen. Und dann, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann hören wir oder sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.